Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück an euch, an mich, an alle und zurück im Swamp Lake Zoo und sowieso. Ich bin wieder zurück aus den USA. Wir hatten ja jetzt eine kleine Durststrecke. Dadurch, dass ich ein bisschen vorproduziert habe, war es nicht ganz so schlimm. Wir hatten eine kleine Durststrecke. Das letzte Gehege, das ich gebaut hatte, war das Gehege für die Capybaras oder die Wasserschweine hier. Heute geht es weiter und zwar werden wir, da wir inzwischen ein DLC bekommen haben, das Twilight Pack oder Dämmerungspaket, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Heute werden wir für ein paar dieser neuen Tiere hier in Swamp Lake Zoo bauen. Ursprünglich war der Plan, dass wir ja hier das große Reptilienhaus bauen. Das wird auch nach wie vor stattfinden. Ich werde dort auch die Nilflugkunde mit integrieren. Auch wenn sie eigentlich so ein bisschen besser in den Asienbereich passen würden. Aber gut, dennoch werden sie da unterkommen mit. Wir werden hier im Bereich, beziehungsweise ich zeige euch jetzt mal, was ich mir überlegt hatte. Für den Wombat haben wir zwei Möglichkeiten. Das eine, was ich euch gerade gezeigt hatte. Das andere ist hier in diesem Bereich bei den Schnabeltieren. Da hätten wir auch noch die Möglichkeit, das Wombat-Gehege unterzubringen. Dann haben wir noch die Waschbären und die Stinktiere. Da haben wir hier auf unserer riesengroßen Bison- und Gabelbock-Wiese, Savanne, Graslandschaft auf jeden Fall Platz, dass wir beide Tiere da an eine auf der linken Seite, eine auf der rechten Seite unterbringen. Wie ich das Ganze mache, weiß ich noch nicht, ob mit einer Art Voliere oder ob wir so eine Art Panoramaanlage dann haben. Das werden wir sehen. Im Europabereich wird es ein kleines bisschen schwieriger, aber auch da haben wir hier das große Gehege von den Dammhirschen. Da haben wir die Möglichkeit, dass wir die Rotfüchse entweder da mit integrieren oder aber gegenüber von unserem Luchsfelsen, wo wir hier diese Felsformation mit den Bäumen haben und so weiter, dass wir das einfach so ein bisschen umstrukturieren, dass wir da dann die Rotfüchse unterbringen. Ihr könnt mich ja in den Kommentaren wissen lassen, was ihr davon haltet oder was ihr machen würdet. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das in der nächsten Zeit dann entwickelt, bevor wir dann letztendlich tatsächlich wieder zurückgehen und unseren Asienbereich abschließen werden. Gut, aber jetzt wird erst einmal das Gehege für die Wombats entstehen. Ich habe mich dazu entschieden, das Gehege gegenüber der Riesenkängurus zu machen. Da ich fand, dass der Bereich so ein bisschen leer aussieht und so ein bisschen langweilig, da dachte ich, dann basteln wir hier einfach was Kleines rein. Ich will ganz ehrlich sein, ich struggle momentan so ein kleines bisschen mit dem Planet Zoo Content. Nach dem Urlaub muss ich mich erst wieder so ein bisschen einfinden. Ich hatte jetzt in den letzten Tagen nicht so die wahnsinnige Inspiration und ehrlich gesagt auch nicht die wahnsinnige Lust, irgendetwas zu bauen. Ich bin da ganz offen und ehrlich. Ihr kennt mich. Ich habe nach dem Urlaub so ein bisschen mit Jetlag zu kämpfen. Immer noch. Allerdings nicht nur mit dem Jetlag. Ich bin momentan auch, was meine Depression angeht, nicht in der besten Verfassung. Sagen wir es jetzt einfach mal so. Es ist aber alles gut. Nee, es ist nicht alles gut. Das ist Blödsinn, wenn ich das so sage. Es wird alles gut. Ich kenne das, das ist jetzt gerade eine Phase. Ist auch kein Wunder, wenn ich aus einem Land mit durchschnittlich 30 Grad Außentemperatur und strahlendem Sonnenschein und alles ist super und alles ist toll zurückkomme nach Deutschland in das trübe und kalte, wobei so trüb und kalt ist es momentan nicht, aber trotzdem in das herbstliche Deutschland, sag ich jetzt mal. Dass da natürlich mental auch so ein kleines bisschen was mit einem passiert. Von daher, ich bin mit Sicherheit bald wieder zurück in meiner ursprünglichen Form oder in einer anderen Form oder in einer besseren Form oder schlechteren Form oder was auch immer. Wir werden es sehen. Aber wie gesagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das ist alles, wird in Ordnung. Wird in Ordnung. Ist nicht in Ordnung, aber es wird in Ordnung. Also von daher, keine Sorge.
Ich habe dann einfach mal angefangen, hier ein Gehege für die Wombats zu bauen. Ist jetzt nichts super Spektakuläres. Also letztendlich habe ich wieder so einen runden Bau gemacht, weil der einfach zu unserem Australien-Thema hier relativ gut dazu passt. Habe auch, wenn ich mich nicht täusche, die neue, ja, genau, aus dem DLC, aus dem neuen. Die neue Steinwand genommen, also nicht die europäische, die ich sonst immer benutzt habe, gerade hier im Australien-Bereich. Und auch zur Verkleidung das Holz, das waren diese Tor- oder Türbauteile aus dem neuen DLC. Einfach um mal ein bisschen was damit auszuprobieren und zu gucken, wie das Ganze zusammenpasst und wie es aussieht und ja, überhaupt. Ja, deshalb. Entschuldigung. Ich habe einen Frosch im Hals die ganze Zeit eigentlich. Ja, um mal ein bisschen auszuholen, Urlaub und so weiter. USA war super, super toll, war ein echt super schöner Urlaub. Leider Gottes war ich die meiste Zeit, die wir drüben waren, also 2,5 Wochen, krank. Ich habe mir eine Erkältung eingefangen oder was auch immer. Es ging mir 2 Tage auch wirklich richtig schlecht, mit hohem Fieber und so weiter und so fort, wo wir dann auch mal einen Tag wirklich komplett im Hotel verbracht haben und wirklich nur zum Essen dann rausgegangen sind abends, so einen kleinen Strandspaziergang noch gemacht haben und so weiter, aber ansonsten nichts, einfach damit ich mich ein bisschen erholen konnte. Nichtsdestotrotz war es ein ganz toller Urlaub, aber seitdem schleppe ich immer noch so ein bisschen diese Erkältungssymptome mit mir rum. Und ja, ist so. Ich werde euch aber generell über diesen USA-Urlaub, wenn ihr dran interessiert seid, gerne noch so ein bisschen mehr erzählen, weil wir natürlich auch viel gesehen haben, viel erlebt haben. Es wird auch so ein bisschen den ein oder anderen Content hier auf dem Kanal dann noch geben. Unter anderem auch 2 Zootouren, die wir gemacht haben, auch eine Tour durch die Everglades. Und ja, also es ist jede Menge Videomaterial auch da, das ich sehr, sehr gerne mit euch teilen möchte. Wie gesagt, wenn ihr daran interessiert seid. Und ja, ich werde dazu aber noch ein bisschen mehr erzählen später heute, denn es wird heute um 20 Uhr dann auch wieder einen Livestream geben, wo wir uns unseren Community Zoo, den Myanmar, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, den Myanmar Park anschauen werden. Da ist in der Zwischenzeit wahrscheinlich sehr viel entstanden, weil ja, als ich im Urlaub war, Sonja, Jörg, Rocco und so weiter alle kräftig gebastelt und gebaut haben in dem Zoo. Ich bin schon sehr gespannt. Ich weiß überhaupt nicht, was dort passiert ist. Ich lasse mich überraschen mit euch zusammen. Wir werden das gemeinsam entdecken. Also wenn ihr Lust habt, dann schaltet um 20 Uhr hier auf meinem YouTube-Kanal ein. Da werden wir uns definitiv dann den Myanmar Park ansehen und alles, was dort so entstanden ist. Und ich werde ja auch so ein bisschen was aus dem Urlaub erzählen, was dort alles so passiert ist, was ich alles gesehen habe, was ich alles erlebt habe und so weiter und so fort. Genau. All diejenigen, die das Video jetzt nicht gleich sehen, wenn es veröffentlicht wird, ihr könnt selbstverständlich alle Episoden aus dem Myanmar Park oder die Aufzeichnungen des Livestreams auch hier auf meinem YouTube-Kanal sehen. Es gibt auch eine extra Playlist für diese Livestreams, da könnt ihr auch einfach mal reingucken. Und wie gesagt, dann seht ihr das im Endeffekt auch alles und kriegt auch so ein bisschen was mit, was in meinem Urlaub alles so passiert ist und was ich alles gesehen habe. Und selbstverständlich, was in unserem Community Zoo in der Zwischenzeit passiert ist. Ja, Entschuldigung, also das mit dem Frosch im Hals, das ist echt furchtbar. Wombats. Genau, neues DLC, Dämmerungspaket und so weiter und so fort. Ich war ein kleines bisschen überrascht, jetzt weniger über den Inhalt des Pakets, weil es wurde ja schon länger gemunkelt, dass es ein Nocturnal DLC sein soll, also mit Nachttieren und so weiter. Von daher war ich nicht ganz überrascht, was das Thema angeht. Auch wenn wir mal darauf achten, die Jahreszeit, die wir jetzt gerade haben, Halloween steht vor der Tür.
ja, da war es nicht so überraschend, dass wir jetzt dämmerungsaktive Tiere bekommen, beziehungsweise nachtaktive Tiere. Also von daher war das nicht die Überraschung. Die Überraschung war eher, dass es ein, ich nenne es jetzt mal normales oder reguläres DLC war und kein Animal-Paket. Denn in der Vergangenheit war es immer so, wir haben ein Animal-Paket bekommen und danach dann eben ein DLC mit weniger Tieren, aber dafür mit viel Szenerie und Baumaterialien und so weiter. Und diesmal ist es eben wieder ein reguläres DLC mit ja, vielen Baumaterialien. Ich bin ganz offen und ehrlich, ich bin nicht mit allen Materialien, die wir dort bekommen haben, oder mit allen Gegenständen super zufrieden oder super glücklich. Nee, das ist jetzt eigentlich übertrieben gesagt. Ich kann mit einigen davon nichts anfangen, nennen wir es einfach so. Zum Beispiel diese Riesenpilze oder die ganzen Halloween-Kürbisse, die Gruselstatuen und so weiter und so fort. Also da ist einiges dabei, wo ich sage, das ist für mich schwierig in einen Zoo zu integrieren. Das mag für einen Vergnügungspark wahnsinnig gut passen. Für einen Zoo finde ich es schwierig. Ja, ich hatte so eine kleine Diskussion da auch auf meinem Discord-Channel angestoßen und da gab es unter anderem auch die Aussage, dass es halt schwierig ist, weil vieles von diesen Sachen saisonal bedingt ist im Endeffekt. Also gerade dieser ganze Halloween-Stuff und so weiter. Den kannst du zu Halloween gut verwenden, aber für den Rest des Jahres macht das keinen Sinn. Ich habe das auch in den USA jetzt eben gesehen, als wir in Tampa im Lorry Park Zoo waren. Da ging es dann auch los. In Miami war es, glaube ich, auch schon ein wenig. Ja, aber in Miami eher weniger. Im Lorry Park Zoo hat man es ganz krass gesehen. Dort wurde dann auch entsprechend für Halloween schon dekoriert und irgendwelche Stände aufgebaut und so weiter. So ein bisschen dieses Gruselthema auch mit nachtaktiven Tieren und so weiter. In den USA macht man das tatsächlich wesentlich mehr als bei uns in Deutschland. Klar, weil es auch kein traditionell deutscher Feiertag ist, auch wenn solche Bräuchtüme und Festivitäten gerne mal zu uns nach Europa rüberschnappen, wobei wir in Deutschland da doch eher ein bisschen konservativer sind bei solchen Geschichten, nenne ich es jetzt einfach mal. Und nicht so offen, ja, nicht so offen sind, wie es die Amerikaner sind. Ja, wie gesagt, in Amerika ist es so, dort wird zu Halloween groß dekoriert. Wir haben das auch auf Key West gesehen. Da wird wahnsinnig viel Aufwand gemacht, was Halloween angeht. Und von daher mag dieses DLC jetzt für uns in unseren europäischen Gefilden oder gerade auch in Deutschland nicht so wahnsinnig viel Sinn machen. Jemand aus den USA, aber der dieses Paket bekommt, der mag sich wahnsinnig darüber freuen, weil ja, Halloween-Zeit und da richten wir jetzt eine Halloween-Ecke bei uns ein im Zoo und ja, wie gesagt, ich selbst würde es jetzt mal so sagen, es ist und wird mit Sicherheit nicht mein Lieblings-DLC. Wobei ich das auch über das Europapaket gedacht habe und ich benutze trotzdem wahnsinnig viel von den Bauteilen dort. Aber ja, gut. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet, wie ihr das Ganze findet. Also von den Tieren her bin ich jetzt nicht unglücklich. Wobei ich allerdings auch da sagen muss, von, na, sag schon, von der Diversität der Tiere oder von der Variabilität, reden wir einfach mal Deutsch, von der Auswahl der Tiere. Bin ich jetzt nicht so wahnsinnig begeistert, denn wir haben letztendlich nur Kleinsäuger. Zwar
zwei davon aus Nordamerika. Beziehungsweise ich glaube auch der Rotfuchs, den könnte man auch Nordamerika zuordnen. Ja, doch, hab ich auch dort gesehen. Ja, also im Endeffekt drei nordamerikanische Tiere und ein australisches Tier. Gut, und den Nilflughund. Dazu möchte ich auch gleich noch was sagen. Der Nilflughund, ich habe selbst noch nicht damit rumexperimentiert mit dem neuen Habitat für die Flughunde. Aber für mich und für viele andere auch ebnet der so diesen Weg in ein Volieren-DLC oder ein Vogel-DLC. Ich denke mal, dass es sich bei dem Flughund so ein bisschen um ein Spielobjekt handelt bei Frontier, wo einfach geschaut wird, wie funktioniert die Mechanik, wie wird das Ganze angenommen. Nee, wie wird das Ganze angenommen? Das mit Sicherheit nicht, weil Vögel werden sehr viel immer nachgefragt in den Chats und in den sozialen Medien und so weiter und so fort. Eher so ein Probierding. Was müssen wir vielleicht noch beachten? Denn ich denke, die Tiermodelle sind mit Sicherheit, wenn es ein Folieren-DLC gibt, schon relativ fertig. Und das wird mit Sicherheit jetzt nur noch um die Feinjustierung dann gehen. Und deshalb hat man jetzt einfach mal hier diesen Flughund eingestreut, um zu gucken, wie funktioniert das, wie können wir das Ganze im Spiel umsetzen, wo sind noch irgendwelche Bugs und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, lassen wir uns da mal überraschen, was da in Zukunft noch kommen wird. Ich denke, es ist ein Vorbote für ein Volieren-DLC. Ja, wie gesagt, die Auswahl der Tiere fand ich jetzt nicht so faszinierend. Wir haben nur Kleinsäuger, wir haben drei aus Nordamerika, unter anderem den Waschbär und das Stinktier, die sich doch sehr ähnlich sind. Wir haben den Fuchs, wir haben bereits einen Fuchs, also den Polarfuchs. Ist jetzt auch nicht das herausragende Tier ist. Und wir haben den Wombat eben, den wir hier jetzt auch sehen können, über den ich mich ehrlich gesagt sehr gefreut habe. Ich freue mich über jedes zusätzliche australische Tier, da ich finde, nicht nur im Planet Zoo, sondern generell auch in der Zoowelt sind die australischen Tiere sehr selten vertreten. Denn Wombat bekommt man kaum irgendwo zu sehen. Ich glaube, in Hannover und in Duisburg gibt es die Tiere im Zoo. Ansonsten sieht man die Tiere kaum irgendwo. Selbst wenn die Zoos die Tiere haben, sind Wombats sehr schwer zu sehen, da sie nachtaktiv sind und tagsüber eigentlich nur irgendwo in ihrem Bau liegen und sich verstecken. Gut, ich habe in der Episode jetzt relativ viel geschwafelt, eigentlich wenig darüber, was hier entstanden ist. Wie gesagt, ich finde jetzt nicht, dass es das herausragende Gehege ist, aber ich denke, es passt sehr gut in unseren Australien-Bereich. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Lasst einen Like da, lasst einen Kommentar da. Abonniert meinen Kanal. Wir sind jetzt bei knapp 700 Abonnenten. Nächstes Ziel sind die 1000 Abonnenten. Auch das werden wir schaffen, wenn auch nicht mehr in diesem Jahr. Dann mit Sicherheit zum Anfang des nächsten Jahres, hoffe ich. Würde mich darüber freuen auf jeden Fall. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr später zum Livestream einschaltet. Oder dann auch wieder nächste Woche, wenn wir dann hier in Swamp Lake Zoo weiterbauen. Ja, wie gesagt, sagt mir in den Kommentaren gern, für welches Tier wir dann als nächstes bauen sollen. Dann nehme ich das gerne so mit auf. Ansonsten, es gibt auch eine neue Franchise-Serie, die seit gestern jetzt online ist. Auf Englisch erstmal, wo ich einen australischen Zoo im Franchise-Mode baue. Das Ganze wird es demnächst auch auf Deutsch geben. Also, bis demnächst dann, lasst es euch gut gehen, passt auf eure auf, bleibt gesund, bis bald, ciao!